Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Tomb Raider Anniversary. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich freue mich sogar ein bisschen drauf. Das wird sich sicherlich bald ändern, aber ich freue mich drauf und ich schaue noch mal eben kurz in die Statistik. Hatte ich alles? Ne, ein Artefakt fehlt mir noch, genau. Rein ins kühle Nass. Wow, 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 Strömung, hui! Ich hoffe, dass ich jetzt nicht währenddessen irgendwie... Oh, Musik. Dass ich jetzt nicht falsch abgebogen bin unterwegs, dass ich jetzt das Artefakt dadurch verpasst habe. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Aber wahrscheinlich geht es da weiter. Oder auch nicht irgendwie. Ach doch, da unten ist auf jeden Fall was, wo ich reintauchen kann. Und sonst? Ist hier sonst noch irgendwo was unter Wasser? Ne? Sieht nicht danach unbedingt aus, okay. Oder doch? Warte mal. Was ist denn hier? Ne, doch nicht, okay. Hier gibt es viel unter Wasser zu erkunden. Das wird noch eine kleine Qual. Oder auch eine größere Qual, ich weiß es noch nicht genau. Okay, hier geht es auf jeden Fall immer nach links und immer nach rechts und ich ahne, wo das Artefakt ungefähr auch ist. Naja, erstmal Luft. Wow. Seht euch das mal an. Das sieht ja mal hammermäßig aus. Wow, bumm. Das sollte ich vielleicht sogar als Thumbnail nehmen. Rein theoretisch. Oder so, wenn Lara umgedreht ist. Yeah. Was ich nur nicht so ganz verstehe, ist, dass die so komische... Oh, kommst du da nicht rauf? Ne, sowas. So komische Münder haben. Die sehen so ein bisschen... Ein bisschen vogelmäßig schon fast aus, diese Gesichter, aber naja. Ah, da hinten ist auch noch was. Sehr viel kleiner als im Original, aber bitte, wie es gefällt. Oh, ich kann es echt nicht mitnehmen, ich bin voll. Na sowas. Wow, ich bin bei beiden voll. Mann, ich bin ja sowas von voll, du... Wer hätte das gedacht, dass ich so voll bin? Das wusste ich gar nicht. Hier ist auf jeden Fall eine kleine Höhle, wo ich rein kann. Ja, alles klar. Wir werden uns hier ganz genau umsehen. Was natürlich nicht so leicht ist, da unser Atem nicht ganz so lange hält, wie wir es eigentlich gewohnt sind aus alten Tomb Raider Teilen, aber... Ha, hier ist es ja sogar, das Artefakt. Das war ja leichter als gedacht. Spiel bitte häng jetzt nicht. Ah, Gott sei Dank. Griechisches Suchgerät. Okay, wir sind jetzt ein griechisches Suchgerät geworden. Luft, ich brauche Luft. Ach, tut mir leid, Lara. Aber was kann ich dafür? Ich konnte nicht schneller. Ich konnte es nicht schneller tun. Na, werden wir hier den Schalter finden, um das Türchen zu öffnen? Ja.
Miau. Dann könnten wir jetzt sogar schon das Level beenden, aber ich bin noch nicht fertig mit meiner Erkundungstour. Hier ist diesmal nichts in der Ecke? Nee, okay. Und da sind wir... Oder sind wir dahergekommen? Das muss ich mir mal kurz angucken, weil da bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube ja, oder? Ja, hier ist der Wasserfall, okay. Ich weiß ja auch, dass wir jetzt schon alles gefunden haben, aber wer weiß, ne? Vielleicht findet man ja noch irgendwas anderes Tolles. Aber hier so ganz gerade ausgezahlt wirklich nichts, wo man noch irgendwie reintauchen könnte. Außer halt, dass vorher jetzt der Schalter war. Na gut. Dann gibt es ja doch nicht mehr so viel, wie ich dachte. Naja, egal. Dann betreten wir jetzt mal den Tempel. Oder, naja, das Grab besser gesagt. Ein richtiger Tempel ist es nicht. Und dann ist es ein sehr kleiner Tempel. Wow, da ist es. Hier ruht der Gottkönig Teokan, einer des Dreigestirns, Hüter der drei Splitter des Sion, Führer der Auserwählten, der Atlantis nach dem großen Verrat auf immer in den Fluten versinken ließ. Sehen Sie? Instinkt kann sehr teuer sein, Mademoiselle. In Ihrem Fall kostet er Sie beide Teile des Sion. Nein, das werde ich nicht zulassen. Das ist lächerlich. Kein Job ist es wert, dafür zu sterben. Doch, das ist er. Andererseits, nehmen Sie's. Bonne Chance. Na gut. Ah, zu spät. Wow.
Hab ich dich. Nein, wollte ich... Ne. Mist. Ha! Stirb! Bam! Befleckt. Als du die anderen Könige verraten und mit dem heiligen Dreigestirn von Atlantis gebrochen hast, du hast Qualopec verstümmelt. Deinen eigenen Bruder. Ich bin noch immer hier. Tyrkan hat deinem Verrat ein Ende gemacht. Aber ich bin es, der dich in deinen Träumen verfolgen wird. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Alles griechisch. Okay. Und Gala-Auftritt in Griechenland. Yeah. Ja, wir haben die beiden, diese beiden komischen Zentaurenviecher auf jeden Fall besiegt. Die hatten halt diesen komischen Medusa-Blick und wenn wir da nicht aufgepasst hätten, dann hätten die uns versteinert. Aber mit diesem Spiegelschild sozusagen konnten wir dann den Angriff zurücklenken und ja, haben somit gewonnen. 8 Kills insgesamt, relativ wenig. Vorräte 6, 2 Artefakte, 0 Reliquien gab's, alles easy. Freigeschaltet, Biografien, Filmsequenzen, erneut spielen, Musik, Galerien und Kommentare. Auf jeden. Ich meine, das war ja das Aktuelle, genau. Mache ich mal hier einen tiefer. Yes, please. Alles klar, easy. Und jetzt geht's auf nach Ägypten, ich will nicht. Da wir jetzt das Level beendet haben und ich außerdem was nachprüfen muss, wo ich gerade denke, hoffentlich ist das jetzt nicht schlimm gewesen, oder ich habe das nicht vergessen, was ich denke, vergessen zu haben, mache ich ja einen kleinen Hinterköpfchen-Part draus und wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder, wenn es dann aufgeht nach Ägypten. Hilfe. Naja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.